Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, jetzt gerade ist die Lookfantastic Beauty Box bei mir getroffen, die sich hier befindet. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Lookfantastic Beauty Box von April 2020 verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist keine Kooperation, aber ich möchte in diesem Video trotzdem was verlosen, denn bald ist Ostern. Und da verlose ich von Revolution, von I Heart Revolution, das Osterhäschen Blossom. Ne? Weil bald ist Ostern und irgendwie vergisst man das so sehr und das finde ich so schade. Genau. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Und ja, dann hoffe ich, dass ich das noch irgendwie rechtzeitig... Na, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, dann kriegst du das eher als nachträgliches Ostergeschenk irgendwie. Keine Ahnung. Aber gut. So, Lookfantastic Beauty Box. Ja. Lookfantastic und Glossy Box gehören ja zusammen. Das ist eine Familie. Die Lookfantastic Beauty Box ist aber ein bisschen teurer als die Glossy Box. Die kommt auch monatlich. Ist eine Beauty Box. Hat ziemlich coole Produkte immer drin, finde ich. Also sehr außergewöhnlich. Hier hast du meistens ein bisschen kleinere Größen, wenn es Pflege angeht, aber dafür halt sehr hochpreisige Produkte. Deswegen wiegt sich das halt schon so ein bisschen auf. Sie kommt jetzt hier in diesem Karton, ist in einem wunderschönen Lavendelton und sie kommt aus England. Ja, sehr leicht dieses Mal. Hier steht drin, Hello Spring, we missed you. Hallo Frühling, wir haben dich vermisst, steht im Deckel. Finde ich ziemlich schön. Ja, ich habe den Frühling vermisst. Und es ist heute ziemlich warm. Das, was ich anhabe, ist so ein Pullover-Kleid. Also es ist relativ kurz, aber es ist halt so ein Hoodie. Als mein Freund das gesehen hat, als ich so nach draußen kam, dachte er erst, ich hätte mir mal wieder einen von seinen Pullis geschnappt und den angezogen. Nö, es ist meins. Hat so Puffelviecher hier. Finde ich ganz cool irgendwie. Hat das was. Ist mal was anderes. Genau. Hier haben wir dann den Boxen... ersten Blick, wenn der Deckel entfernt ist. Und hier ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit den englischen Produktbeschreibungen und so weiter. Preise in Pfund. Ich suche euch die Produktpreise anhand der Preise aus dem Lookfantastic Online-Shop raus, denn das kann man tatsächlich auch ganz normal als Beauty-Shop wie Douglas oder so benutzen, sage ich mal. Hier haben wir, ja, die Box, die nach Papier riecht. Das Seidenpapier wird zur Seite gelegt und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und da sehen wir auch, warum das Ganze so leicht ist. Weil die gar nicht so prall gefüllt ist. Steht da irgendwas drin? Spring. Spring has officially sprung. Which means warmer days, lighter mornings and flowers in bloom. Hm? Achso, ich dachte erst, es wäre doch. Von Avant oder Avant. Das hatten wir in der Glossy Box drin im Januar, glaube ich. Diesen unfassbar teuren Primer. Und hier ist jetzt auch wieder was von Avant oder Avon im nächsten Monat drin. Und das ist eine Gesichtscreme. Das ist die Sneak Peek. Also ja, wenn man die Box im Mai bekommt, dann bekommt man dieses Produkt. Ich blende hier mal meinen Gutscheincode ein, den kannst du verwenden. Dann kriegst du die Box ein bisschen günstiger, wenn du möchtest. Aber wir schauen jetzt erstmal in die Box rein. So, Erno Laszlo, Hydrate and Nourish. Hydra Fell Skin Supplement Lotion Hydraton. Achso, das war Frankreich. Französisch. Das ist ein Toner. 15 Milliliter. Oh, oh. Erno Laszlo ist ganz schön teuer. Das ist interessant. Ich glaube, die Nicole. Unbox Butterfly Nicole, die steht so auf Erno Laszlo. Und hier haben wir wirklich Lotion Hydraton. Ist das echt nur ein Toner? Mit 15 Millilitern? Süß, oder? Ich meine, Packung ist irgendwie so, ja, kanistermäßig. This hydrating toner gently calms, hydrates and refreshes as it eliminates dullness and balance moisture. Ja, das ist ein Toner. Der soll dann quasi die ganzen Hautbarrieren. Genau so, ne? Das soll der machen. Als nächstes habe ich hier ein Produkt. Oh, schön. Ja, The Vintage Cosmetic Company, eine Slanted Tweezers. Das ist eine Pinzette. Ja, schön. Ich zupfe mir ja gelegentlich mal die Augenbrauen, wenn ich dran denke. Also das, was dann so an den Seiten nicht dahin gehört. Und da habe ich jetzt eine von Tweezer, meinem Adventskalender gehabt. Und das hier ist dann eine neue. Und sie ist rosa. Ja, sehr, sehr schön. Das ist praktisch. Ich mag auch wirklich gerne, wenn da Beauty Tools drin sind, die man dann auch wirklich verwendet und braucht. Und Pinzetten braucht man. Pinzetten gehen bei mir so unfassbar schnell verloren. Ich weiß, dass mein Freund sich die manchmal mopst, wenn er für sein Lego da diese Aufkleber draufkleben muss und sie nie wieder zurückbringt. Und dann sind sie irgendwann verschollen. Aber meine von Tweezerman hat er nicht angepackt. Oder Tweezers? Ich weiß gar nicht, ne? Und die hier auch nicht, weil die wird rosa sein und da wird er die Finger von lassen. Hoffe ich.
So, hier haben wir dann das Produkt von Bella Pierre Cosmetics, diese Eyeshadow-Palette, die wir eben schon im Heftchen gesehen haben. Da sind 4 Lidschattenfarben drin. Das finde ich cool. Das sind auch richtige Frühlingsfarben. Wow. Ich meine, damit jetzt einen alleinigen Look zu kreieren, wird challenging, aber ich finde, machbar. Die swatchen wir doch mal. Also eine matte und 3 schimmernde Töne, da sind die ja bei mir schon direkt an der richtigen Adresse. Also je mehr Schimmertöne in der Palette sind, desto besser. Ich habe mich ja auch schon komplett mit reinen Schimmertönen-Paletten geschminkt. Da bin ich ja auch ganz entspannt. Jetzt will ich mal gucken, wie die Töne aussehen. Oh, nette Pigmentierung, aber auf dem Finger ist meistens die Pigmentierung ja auch ein bisschen, hui, anders als dann tatsächlich in der Palette. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr, ciao, vielversprechend. Ja gut, ne, das, ja, da freue ich mich. Ich nörgel ja immer und sage, ach ja, so dämliche Monolidschatten, ne? Hätten sie besser eine kleine Palette mit reinpacken können. Haben sie gemacht. Vielen, vielen Dank, Look Fantastic. Das habt ihr gut gemacht. Peach Blossom Eyeshadow Palette. Ich glaube, die teste ich morgen direkt mal aus. Ja, ich putze das gerade an meinem T-Shirt-Kleid, an meinem Pulli-Kleid ab, ne? Aber wo sonst? Wo sonst? Ein Mind Tan Body Skin Coffee Scrub Exfoliating. Sehr schön. Mag ich. Interessante Verpackung für ein Gesichtspeeling, muss ich gestehen. Kaffee liebe ich. Also, die Box ist wirklich ziemlich abwechslungsreich gerade. Ne? Wir haben echt, das ist gerade ziemlich cool. Fällt mir gerade auch so auf. Ne? Wir haben ein Beauty-Tour, wir haben eine dekorative Kosmetik, wir haben etwas fürs Gesicht, wir haben noch was fürs Gesicht. Okay, aber das ist ein Scrub. Geil. Das finde ich schön. Das wird getestet. Ist das so ein... Oh, oh. Okay, ja gut. Hört man das? Ja, das muss man... Das ist Pulver. Das muss man dann... Scrub with love. Okay, aber hier steht Body Scrub. Nein, oder? Prep and Prime. Exfoliating. Exfoliating? Wo kommt das denn auf den Körper, ne? Weil die Lady hier hinten macht das auf ihren Körper. Da, die reibt ihren Bauch damit ein. Jo, dann haben wir was für einen Körper. Ja, schön. Interesting. Weiter geht die wilde Reise. Star Skin. Ja, geil. Nourishing and Brightening Two-Step Oil Sheet Mask. Sehr, sehr gut. Star Skin ist ziemlich teuer. Das kenne ich oder das habe ich kennengelernt im Douglas Adventskalender mal irgendwann. Da war das mit drin. Und da war das, das waren so Pads, so Peeling Pads. Und da habe ich mir auch schon gedacht, wow, dafür so viel Geld. Und das war nur so eine ein-, zweimal Anwendung, ne? Wahnsinn. Und es bringen ja immer mehr Firmen auch diese Geschichte raus, dass du eine Maske hast und danach dann das Serum benutzt. Oder dass du es direkt auf die Maske gibst. Da weiß ich nicht, wie das hier gedacht ist. Nee, hier machst du tatsächlich erst das Öl auf dein Gesicht und dann die Maske auf dein Gesicht. Super interessant und ja, die wird auch getestet. Ich weiß nicht, vielleicht sogar heute Abend. Und wenn ich das teste, nehme ich dich auf jeden Fall auf Instagram mit. Ich heiße AidaWhitePP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Das ist mein Name. Und was ich hier ein bisschen überflüssig finde, ist halt diese Fläche hier oben, weil das, was sich neben dem Serum befindet, ist halt komplett unbefüllt. Ne? Das ist auch so zusammengeschweißt. Bisschen Verschwendung, aber gut, Design und so, ne? So, jetzt haben wir das letzte Produkt, was sich hier in diesem wirklich sehr schön orange ansprechenden Paket befindet. Von Ameliorate Transforming Body Lotion. Cool, 30 ml. Ist sehr schnell bei mir aufgebraucht, weil großer Körper, ne, 1,73 groß. Smooth Skin Science Transforming Body Lotion with Alpha Hydroxytherapy. Schöne Skincare auf jeden Fall. Garantiert noch. Nee, es ist offen. Wir gucken. Oh, das ist eine... Kommt so in einer angenehmen Konsistenz raus. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Riecht einfach nur cremig. Also da scheinen dann auch nicht allzu viele Parfümstoffe oder sowas drin zu sein. Oh, sehr ergiebig. Aber, boah, das fühlt sich schön auf der Haut an. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich da unten nicht an die Swatches komme. Schön. Ja, riecht halt so, ne? Ist halt so sehr, apothekenmäßig, hätte ich jetzt gesagt. Aber sieht schön gepflegt aus jetzt von der Hand her. Die werde ich auch direkt testen. Doch, weil die Bodylotion, die ich aktuell verwende, die ist bald leer. Und dann kommt die in Einsatz. Finde ich geil. Meine Herren, da waren schöne Produkte drin. Also, das, da ist jetzt nichts, wo ich sage, das verwende ich nicht. Ich verwende alle Produkte, die ich jetzt hier habe. Geil. Richtig cool.
schön, frühlingshaft, gefällt mir. Also da, wenn man das so verwendet, würde ich wirklich sagen, man ist frühlingshaft gepflegt, man ist frühlingshaft ausgestattet, man kann sich endlich die Augenbrauen wegzupfen, die da seit Winter rumdümpeln. Und ja, denk an die Verlosung, alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!